Hallo liebe Freunde, ja, endlich ist es mal wieder soweit. Ein Video von Mr. Nature, das erste für 2023. Ich heiße euch herzlich willkommen dazu. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und in dem heutigen Video, in dem ersten für dieses Jahr, geht es um die dicke Emma, um meine Rosskastanie. Die braucht dringend einen neuen Topf. Da müssen die Äste gespannt werden. Sie braucht neues Substrat. Und ja, lange genug geredet. Fangen wir mal ganz einfach damit an, hier ein bisschen was an Erde abzutragen. Ja, wie ihr seht, sind auch noch zwei Eichenbäumchen mit drin. Die möchte ich jetzt natürlich auch nicht unbedingt kaputt machen. Mal gucken, wie ich die hier rauskriege. Boah. Ganz sachte vorsichtig ziehen, das wäre schön. Ja, ich habe natürlich eine ordentliche Fallwurzel. Werde ich auch als erstes mal kappen und dann kann das Bäumchen oder was heißt dieses kleine etwas wieder eingepflanzt werden. Dann habe ich hier noch eine. Also es ist alles schon sehr, sehr schwierig und sowas von stark durchwurzelt. Ich muss erstmal versuchen, den Baum hier rauszukriegen. Wie heißt das Gedicht? Fest verwurzelt in der Erde steht die Form aus Lehm gebrannt. Ja. Heute soll die Glocke werden, Frischgesellen sei zur Hand. Ich glaube, so irgendwie war das. Aber hier habe ich wirklich ordentlich was zu tun. Boah. Ich hoffe, ihr seht noch was. Ein hartes Stück Arbeit. Ein hartes Stück Arbeit wird das hier. So.
hier ist die, hier die zweite Eiche. Die hat natürlich sehr viele schöne Feinwurzeln. Okay. Kann man wieder einpflanzen. So, nachdem ich jetzt die dicke Emma, oder ist es die dicke Bertha, ich weiß es schon nicht mehr, von ihrer Erde und von den gröbsten und dicksten Wurzeln befreit habe. So sieht sie jetzt aus. Es hängt noch einiges an Wurzeln dran, die werde ich jetzt auch noch wegschneiden. Einige dicke Wurzeln, die ich vergessen habe vorhin, müssen jetzt auch noch fallen. So, was ich hier mit ihr mache, das weiß ich noch nicht. Ja, die könnte sich eventuell noch schön verdicken. Wenn man sie nach unten drückt, hier die wächst auch sehr schön. So, jetzt habe ich erstmal eine ordentliche Drainageschicht hier drin aus grobem Lava. Da kommt dann meine Laubbaummischung dazu. So, und dann kommt das Schätzchen auch wieder hier rein. Ja, etwas höher werde ich sie wohl setzen können. Ja, ungefähr so, dass man den Wurzelbereich auch sieht. Also kommt noch ein bisschen was drauf. So, zu der Mischung hier. Das ist Lavalit, feinkörnig, dann Blähton, Fibotherm, etwas Kokoshumus und was ich auch sehr gut immer finde, das ist Zeolit, kommt auch dazu. So, mal gucken. Dass sie genug Platz hat, um nach unten zu wachsen auch.
paar Sphagnummoos hätte man eventuell dazu packen können, aber ich denke mal, die dicke Bertha, die packt das Ganze auch so ohne Sphagnummoos. So, dann schieben wir noch ein bisschen was rundherum. So, ein bisschen was unter die Wurzeln schütteln. Der eine Wurzelansatz hier, der gefällt mir richtig gut.
So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich welche Äste runterziehe. Hier muss ich aufpassen, nicht dass er knackt hier oben, aber ein bisschen Biegung muss rein. Muss ich einen etwas dünneren Draht nehmen. Mal gucken, was ich noch an Drahtresten so über habe. Thank you.
das ist jetzt wieder die Sache mit dem Braten. Ja. Gut, es muss nicht unbedingt schön aussehen. Es muss nur seinen Zweck erfüllen. Klebrige Angelegenheit. So, dann sind ein Ast ist da oben. Den kann ich gar nicht brauchen. Ist der hier. So, einmal weg. Der hier darf noch ein bisschen nach außen treiben. Den hier, wo wollte ich den hin haben? Den kann ich auch noch so etwas nach unten ziehen. So, und alles, was nach oben steht, kommt weg. Genau wie dieser hier auch. Die kann man noch mal treiben lassen. Der hier kann auch noch was werden. So, so denke ich mal, kann die dicke Bertha jetzt in den Frühling bzw. in den Sommer gehen. Oder in den Sommer bzw. in den Frühling gehen. So. Ja, liebe Freunde, wenn euch das Video einigermaßen gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Ich bin eigentlich mit dem Ergebnis, so wie es im Moment ausschaut, sehr zufrieden. So, eine kleine Umdrehung.
bleibt hier eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Außer. Wenn ihr in Zukunft noch mehr Videos von mir schauen möchtet, dann lasst mir bitte ein Abo da. Kostet euch nichts. Informiert euch immer nur, wenn es was Neues gibt. Wir starten ja jetzt in den Frühling und dann wird es auch mit den nächsten Videos nicht mehr so sehr lange dauern. Aber hier, meine dicke Berta, die lag mir doch sehr am Herzen. Muss ich mal gucken. Wurzelansatz. Wurzelansatz wollte ich ja auch nach oben haben, ein bisschen. Ja, habe ich ja. Ja, Freunde. In diesem Sinne sag ich tschüss, passt auf eure Bäume auf und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Tschüss.